Super schönen guten Tag, liebe Leute. Da sind wir wieder bei einem neuen Was wäre, wenn ich nur Karten von diesem mit diesem Typ ins Deck tun darf? Und zwar nur Monster mit Fragezeichen ATK. Das hat sich genial gewünscht. Da ist Paul! Hä? Ich bin auch verwirrt. Ich sehe nur Fragezeichen. Ich verstehe den Bahnhof. Okay, let's go. Ich geh sacken. Aha. Okay. Aha. Okay, ja. Wir haben uns übrigens dafür entschieden, zwei Karten für dieses Duell zu bannen. Und zwar erstmal den Montagedrachen. Weil der ist absolut busted hier, weil es gibt so viele hochstufige Monster. Und wenn man drei davon abwirft und die zu special, hat der über 10.000 ATK. Dann muss er einfach nur reinrennen und dann ist das Duell vorbei. Das wäre echt lame. Und den Millionenfresser, weil es sehr, sehr wenig Outs gegen den Million-Eater in diesem Format hier gibt. Deswegen. Ja, die sind einfach ein bisschen zu busty. Ja. So, ich Ja, ich hab spiele hier was so, ne? Fortune Lady Wasser. Mhm. Und greif an. Verdammt. Also was? Raichin? Ja, es gibt ja ein paar Lichtmonster. Aber. Okay. 100 ATK, das ist. Okay. Na gut. Dann, den habe ich nicht gespielt. Aber schick mir nachher mal deine Deckliste. Ja, ich war ein bisschen lost mit allem. Wirklich. Ah, das ist jetzt ja Kacke. Mein hat sie effektiv gerade keinen Effekt, außer dass sie jede Runde stärker wird. Ja, aber das reicht schon, dass sie jetzt hier drin stärker wird. Oh, wait. Ah, oh, nee, den will ich eigentlich jetzt noch nicht. Ah, das ist Kacke. Ich habe gerade nichts, was Gutes dagegen. Ach, ja. Das ist richtig blöd gerade. Scheiße. Die beiden. Oh Mann. Oh Mann. Ich glaube, ist das das Schlauste? Ja, ich glaube, das ist das Schlauste. Noch eine Hallo. Fortune Lady. Aber dann wird gleich stärker, das heißt, ich muss reinrennen. Guter Punkt. Ja, das war das Beste, was ich rausholen konnte aus meinen Karten gerade. Okay, warte, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Okay. Ich spiele Fortune Lady Past. Aktiviere den Effekt. Wähle sie selber. Und verbanne von meiner Hand. Achso, ich kann auch mehrere wählen, Leute. Ich nehme nur sie. Schickst das Dame Licht. Ach, wenn Aber es es funktioniert bei Face-Up dir Card, nicht. Leaves the Field, Ja. fuck. Leaves the field. Ach lol, da habe ich verkackt, lol. Okay. Egal. Angriff mit 400. Oh nein. Ja, okay. Die hätte ich dann natürlich spielen müssen, da habe ich nicht dran gedacht. Egal. Hallo. Hör auf, meine Züge zu kopieren. Was soll das denn? Ich bin Ich hier muss kein den Effekt Schicksals. aktivieren, weil sonst Weil sonst was? hast du gleich mehr ATK und rennst rüber. Ach lol! Ich hätte das ja machen können, um das. Warte, wird das Level dauerhaft erhöht? Nein, bis zum Ende des Spielzugs. Deswegen hast du ja wieder 200 jetzt nur noch. Ah. Tragödia! Woo! Ja. 600 ATK hat der für jede Karte in der Hand. Nice. Ja. Was kann die dann noch? Once per turn, you can send one monster from your hand to the graveyard. Same level, take control of that monster. Ich könnte jetzt also ein Level 1 Monster abwerfen. Aber dann verliert der auch ATK. Ja. Ob die dazu. Ich meine, ich könnte es machen. So, warte, was kannst du jetzt nochmal? Ich muss das nochmal ganz kurz lesen. Ah, you can banish. Increase or reduce that monster's level. Okay, das bringt mir also effektiv nicht so viel. Das heißt, ich nehme Mecha Beast Derton, aktiviere seinen Ich mich gefragt, Effekt. ob wie das jetzt funktioniert. Ah ja, Ja, es er funktioniert. kriegt Cool. jetzt einfach die ATK von allen Erhöhungen auf dem Feld. Und das bleibt auch. Ich glaube, das ist eine sehr gute Karte für das Format.
Angriff? Ah, nee. Until the end of your opponent's next turn. Na gut, okay, dann kann ich es ja wieder aktivieren. Ja, genau. Na, was kommt jetzt von der Hand? Irgendwas hast du doch auf der Hand, was du aktivieren kannst. Ich riech das doch. Boah. Nur Fragezeichen, Digga. Schreibt uns gerne noch mehr lustige Vorschläge in die Kommentare. Ich hab da voll Bock drauf. Weißt du, ob du den jetzt auch hast? Oh Mann. Warum? Warum kriege ich nicht noch die 2000 von deinem? Between the current and original OTK of each monster. Hä? Moment. Du hast doch auch. Oder wird dein original OTK zu? Ah, make this monster's original OTK become that combined. Ah, lol, okay. Das heißt, wer den zuerst spielt, hat gewonnen. Nein. Das ist ja funny. Nein, ich dachte, gewonnen ich warte, bist du. Naja, aber also ich hatte den halt von Anfang an auf der Hand. Ja. Ich dachte, ich warte, bis du auch sowas spielst, sowas. Ah, knifflig. Ah, das ist wie bei League of Legends, wer Zed gegen Zed, wer zuerst ultet hat, verloren. Och Mann. Ah, das ist ja tricky. Muss ich jetzt wieder reinrennen? Ich sehe schon, das ist dein Motto in diesem Duell. Das ist halt echt kacke. Ja, dafür hat es jetzt Effekt 0, weil ich keine Monster habe, die ATK erhöht haben. Ja, aber du kannst ja was spielen. Ja, aber ich habe gerade keine krasse Schicksalsdame irgendwie. Also ich kann das hier machen. Ich opfere ihn für Schicksalsdame Erde. Ja, ist doch geil. Ja, das finde ich auch besser, ehrlich gesagt. Ja, ne? Es ist nicht gut. Erstmal erhöhe ich die ATK von dir. Du kriegst Damage. So, du bist Stufe 7. Was haben wir denn hier? Du bist auch Stufe 7. Du bist Stufe 10. Aber ich habe gerade keinen Schicksalsdame-Monster auf der Hand. Kann ich vom Friedhof verbannen? Graveyard. Habe ich im Graveyard ein Schicksalsdame-Monster Stufe 2? Ein Hexermonster Stufe 2? Nee, Stufe 4. Ach Mann, ich komme nicht auf das 10er Synchro-Monster. Das wäre aber so cool. Manno. Na gut, dann gehen wir einfach mal in die Battle Phase. Nochmal dieser Raijin. Jetzt muss ich's tun. Die himmlische Schlange G. Hallo. Gut, dass die ihren Effekt nur bekommt, wenn sie angreift. Dass sie dann mehr ATK bekommt. Dass der gegnerische ATK halbiert wird. Guck mal, die beiden sind beste Freunde. Der Rechner ist. Der ist gefährlich. Der ist really gefährlich. Oh, yes. If a monster you control is destroyed by one. Cannot be targeted by card effects. If this card attacks an opponent's monster, doing damage calculation only. Damage step only negates the effect. Also as attacks becomes half its original attack. Once per battle. Genau, dann bekommt sie die höchste ATK auf dem Feld. Oh ja, die höchste ATK. Deswegen sind die sehr, sehr gute Freunde. Ja, ich glaube, den Rechner spiele ich zweimal oder auch dreimal, ich weiß gerade nicht. Hä? Warum hat er nicht den ATK bekommen? Hä? Warum konnte ich seine Quick Effect nicht aktivieren? Kommt das jetzt noch? Nein, der Angriff ist vorbei. Hä? Hä? Warum konnte ich den Quick Effect nicht aktivieren? Wahrscheinlich, du hast die ATK verringert, aber gleichzeitig war dann, das Spiel hat gecheckt, oh, die Stufe dieser Karte ist 6, also hat er die ATK instant wieder erhöht. Oder irgendwie sowas. Nein, das war ja ganz kurz auf 0 und dann haben sie quasi gekämpft, haben 0 gegen 0 gekämpft, aber eigentlich bevor das geguckt wird. Ah, wegen dem Effekt. Der Effekt wird negiert. Du hast angegriffen und der Effekt von meinem Monster wurde während des Kampfes negiert. Dementsprechend hatte mein Monster 0 dann. Das ist ja alles egal. Es geht mir um den letzten Effekt. Once per battle, if this card battles during damage calculation, quick effect, you can make this card's attack become equal to the highest original. Original attack. Ach lol, dann ist die ja voll scheiße. Dann ist die ja. Oh, ja, doch, außer mit diesem. Ich hab die aber auch dreimal drin. Außer mit diesem Mecha-Beast. Der wird ja dann die Original Attack. Oh wow, was man hier alles lernt. Oh, ich hätte den noch specialen sollen. Upsi. Oh mein Gott. Jetzt?
Ach, da habe ich auch überlegt, den zu spielen, aber ich habe ihn nicht reingepackt, weil ich dachte, der ist so situationsabhängig. Fuck. Ja, ich hätte den Divine Cyber G dann halt in Dev spielen müssen. Ich habe jetzt verloren, wenn du irgendwas mit 600 ATK hast. Ach nee, never mind, der wird ja immer auf 0 gesetzt. Genau. Weil ich hier, obwohl, nein, das ist nur, wenn ich angreife. Nee, du hast gewonnen. Du musst nur irgendwas mit 600 ATK haben. Ja, habe ich das? Oh ja, der hier. 800. Ja, das sollte ja jetzt eigentlich... Ich kann nichts machen. Eigentlich sollte ich dich jetzt damit besiegen. Ja, ja, cool. Ich hätte den weglegen müssen, weil ich nicht wusste, dass es mit dem Original ATK ist. Ach, scheiße. Ich habe sie aber auch dreimal gespielt. Ja, ich habe den Rechner zweimal. Ja, das ist mein Deck hier. Ach nein, ich habe das Mecha Beast der schon nur zweimal. Das tut weh. Warum? Die ist doch mega. Ja, aber ich dachte nicht, alle erhöhen die ganze Zeit die ATK und keine Ahnung. Ich musste Abstriche im Deckbau machen, okay? Okay. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Verteidigung. Na, das wow, klingt doch gut. Ich habe nur Endgame-Karten auf der Hand. Nice. Danke für nichts. Oh yes. Du hast mein Monster nicht angegriffen. Das ist gut. Ja, jetzt habe ich sie. Jetzt kann ich es wirklich machen. Oh mein Gott, als ob du die Combo hast. Ah ja, nee, ich hätte... Bullshit. Ich hab verkackt. Was für ein Quatsch? Ich dachte, ich muss jetzt sie auswählen, um sie zu verbannen. Aber ich hab sie ausgewählt. Das erste ist, you can target Fortune Lady Monster you control. Danach kommt banish any number of other spellcaster monsters from your hand. Ja, kannst du dich jetzt selber verbannen, oder was? Okay. Ich hab jetzt noch einen auf der Hand. Ach, shit. Du greifst an? Ja, ich guck einfach mal. Hey, ich hab's sogar gesehen. Oh Mann, oh, ich hätte ein Schicksalsdarm aus dem Deck specialen können. Das ist sad. Och Mann, die will ich eigentlich noch nicht mehr. Okay. Ja, ich hab wie gesagt nur Endgame-Karten vorhanden. Das ist voll kacke. Das Gute ist, ich kann es jetzt einfach nochmal machen. Ja. Activate sich selber und ich increase Level. Ich verbanne dich. Effekt! Jetzt darf ich ein Fortune Lady Monster aus meinem Deck holen und ich möchte Schicksalsdame Finsternis. So, du bist jetzt Stufe 3. Du bist Stufe 5. Das heißt, wenn ich dich spiele, kann ich... Was kannst du... Oh, cool! Ich beschwöre als Synchro-Beschwörung! Was? Ascension Sky Dragon! Oh, Extra-Deck, lol! Ach lol, du hast gar kein Extra! Ich habe irgendwie gedacht, wir spielen nur mit Main-Deck. Ich weiß nicht, warum. Oh Mann, keine Sorge. Es ist nicht, ich habe zwar noch Appaloosa, aber die werde ich nicht beschwören können. Und halt noch das Schicksalsdame, Synchro und den halt. Und zwei Xyz-Monster, die ich nie beschwören kann. Nur drei. Ja, gut, ich dachte, das wäre klar. Ja, natürlich ist es klar, aber ich bin dumm. Hm. Und habe da nicht drüber nachgedacht. Naja. Es war ja auch sehr unwahrscheinlich, dass man die beschwört, muss man dazu sagen. If this card is in your hand or graveyard and your opponent has more cards in their graveyard than you, can special this card. Okay, ja, warum nicht, ne? Ah ja, der kleine Leaf Place. Ja, der ist cool. Ist auch noch einer von denen, auch süß. Oh, warum funktioniert das nicht? Was denn? Ah! Oh, okay. Ich weiß, warum das nicht funktioniert. Oh, Paul liest seine Sachen nicht durch. Klassische Yu-Gi-Oh!-Fehler. Die sind halt so geil im Late-Game und ich habe halt zwei von denen auf der Starthand. Was soll der Quatsch? Kannst du mir ein Monster lassen? Na gut. Echt? Oh, das ist aber lieb. Ich bin mal so frei. Ich bin ein netter Kerl. Wäre gar nicht nötig gewesen, weil die ja sich wiederholen können.
Also, ja, du hättest es zerstören können, aber dann wäre es jetzt wieder gekommen. Nee, nur wenn der Gegner mehr Karten im Friedhof hat und dann hättest du auch 3 im Friedhof, da hätten wir beide 3 gehabt. Dann wäre sie nicht wiedergekommen. Ah, du hast recht. Ja, Mathe kann ich ein bisschen. Bis 3. True. Aber warum funktioniert das jetzt nicht? Hä? Was willst du denn machen? Ah, wahrscheinlich ist es so coded. Verstehe. Das ist aber schade. Na gut, dann machen wir jetzt das hier einfach. Ei. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht, ne? It's a big boy. So, jetzt muss ich erstmal deinen Diatron besiegen, weil sonst würde der gleich die 4000 ja auch kriegen. Das stimmt. Tragödie! Hat leider auch nicht genug Angriffspunkte. Aber hat auf diesen Effekt. Ja, wow, ich kann Monster wählen mit dem gleichen Level, was ich abwerfe. Aber ich hab kein Stufe 5er Monster. Im Friedhof hast du eine Stufe 5er. Du kannst doch... Ach so, nee, okay, verstehe. Aber ich kann was viel Cooleres machen. Oh. 6600. Ja, Rechner ist auf jeden Fall sehr OP in dem Format. Der Rechner ist super, ja. Weil du halt auch viele hochstufige Monster hast. Ach fuck, wenn das du dann dumm. Wenn du dann auch noch mit einem Extra-Deck spielen würdest, könntest du ja noch mehr hochstufige Monster spielen. Ja, stimmt. Ich hätte dich gerade killen können, ich war dumm. So, jetzt funktioniert. Zeig mir deine Late-Game-Karten. Ey! Hey! Mein. Nein! Das. Ja. Aber man geht halt nicht. Better Face. Du hast nur leider vergessen, Paul, dass ich schlau bin. Ich habe extra aus diesem Grund den geflügelten Drachen von Ra in mein Deck gepackt! Natürlich, hab den auch im Deck. Ach so, okay. Aber ich musste ja irgendwas machen. Also anders hättest du mich jetzt auch getötet. Ja. Ist ja auch egal. Ich fand das nur lustig, deinen Ra-Kugelmodus wirklich zu benutzen. Ja, ich hätte den ja sonst auch benutzt oder meinen. Aber stimmt schon, eigentlich ist es richtig dumm, das zu spielen, weil der andere das ja direkt holen kann. Ja. Wollen wir noch eine Runde? Dann habe ich nicht gedacht. Oder packst du kurz dein extra Deck dazu? So. Ach so. Bonusrunde! Yeah! Weil ich nochmal mein Key-Monster beschwören will. Ihr habt es schon gesehen auf meiner Hand, aber ich habe es noch nicht beschworen. Okay. Bitte wählen Sie. Okay. Bitte wählen. Oh. Leider nicht auf meiner Hand. Tja, how we do it? Was ist denn dein Main Monster, frage ich mich jetzt gerade. Ich habe eine ganz coole Karte gefunden, die hast du wahrscheinlich auch. Okay. Überleg gerade, ob ich noch so eine Karte habe, wo ich so dachte, boah, richtig krasse. Ja doch, die habe ich gefunden. Schicksalsdame Finsternis, low, go. Yo, Effekt. Soll ich die vom Friedhof holen? Und die Effekt ist, was sagt die denn jetzt? Achso, ich kann Monster nee. Okay. Monster. Kannst du Monster von mir zerstören? Ja, hey, das ist, jetzt habe ich wenigstens 2 Monster auf dem Feld, das ist okay. Das ist ziemlich nice, ich mag die Schicksalsdamen. Sind halt nur leider nicht so gut, aber an sich finde ich sie ziemlich cool. Gefällt mir schon wieder alles nicht. Irgendwie nur Dreck auf der Hand schon wieder. Aber du hast 6k. Okay. Ja, aber alles wieder so kacke. Mich sehr schwer getan bei dem Deckbuilding. Ich merke schon. Du bist 3. Du bist 1. Also ich könnte jetzt natürlich eine Synchro-Beschwörung mit den beiden machen, aber kriege ich es irgendwie hin, dass ich die dafür benutze. 3 und 4. Dann bräuchte ich eine Stufe 3er Monster auf der Hand, was ich nicht habe. Ich habe nur 2er. Na gut, da machen wir. Oh, ich kann auch wieder den holen. Was kann denn die Fortune Lady Avery? This card attacked. Once per turn, doing your standby phase, increase this card level. Then you can banish one face up monster your opponent controls. During your end phase, if this card is in your graveyard, you can banish one other spell card from your graveyard, special summon this card. Ja, dann hole ich doch mal hier Fortune Lady Avery.
Every time. You get to see my face every time. Ach, hätte ich mal doch mit der Kleinen angegriffen. So, hier, du bist dann. Auch eine Schicksalsdame. Ah, du nichts Lümmel. Irgendwas, ne? Dann habe ich ja jetzt mehr Monster im Friedhof. Himmlische Schlange, geh! Ei, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ich habe vergessen, dass man die Hälfte der Lebenspunkte bezahlt. gefährlich. Okay. Gefährlich. Aber warum hast du die denn... Also was hatte das damit zu tun, dass du jetzt mehr Monster als ich im Friedhof hast? Für deinen Leaf Place. Da brauche ich mehr Monster als du im Friedhof. Also wenn wir gleich sind, ist es auch schlecht für mich. Kann ich den auch nicht benutzen. Ach so. Ja. Angriffo! Dura Monster Cardo! Entfällt. Es sieht alles nicht gut aus. Sorry Leute, wird kein spannendes... Oh wait! Jetzt hast du mehr... Ja, sag ich doch, wenn ich mehr habe. Ja. Ja. Aber es bringt mir nicht so viel. Das Problem ist, dadurch, dass du jetzt die Hälfte deiner Life Points bezahlt hast, kriegt er fast keinen Angriff dazu. Das war mal geplant. Nein, das war mein cooles Out. Lass dann machst du einfach so eine Dummheit. Ich will Slifer beschwören, Mann. Niemals. Aber Slifer ist nicht mein Key. Upp. Ich hatte eigentlich noch ein anderes Monster geplant, aber das kommt noch, das kommt noch. Ich will nur, ich will Slifer noch beschwören. Ich will das andere Monster, nee. Weißt du, welches Monster ich meine? Das, es gibt eins, das hat mit Jack's Knight, Queen's Knight und King's Knight zu tun, da braucht man zwei Tribute. Und die bekommen 500 ATK für jede Karte in beiden Händen. Mhm. Und dann kann man halt eine Karte abwerfen und alle Karten des Gegners zerstören vom gleichen Typ. Das heißt, ich würde Monster abwerfen und all deine Monster zerstören. Ah. Also die ist... Aber ich dachte irgendwie, die kann man nur beschwören, wenn man bestimmte Sachen hat. Nee, ich glaube, die kann man ganz normal Tribut beschwören. Ach so. Oh nein. Oh, so stark ist ja, der ja, es ist... Ach ja, all deine Monster. Nee. Ich hab nur Quatsch auf der Hand. Ah, ich dachte irgendwie, der wird stärker für alle Monster. Nee, nur die eigenen. Hm. Ja, ich hab wieder nur Scheiße. Verbannung. Verrat. Nun wird er sehen, was er davon hat. Oh. Battleface. Himmlische Schlange, geh! Cool. ja, das war unser Fragezeichen-Duell. Das ist ein Bonus-Duell auf jeden Fall. Genau. Schlag gerne weitere lustige Sachen vor und wir sehen jetzt noch die Decklisten. Yay. Tschö. Mit Öl.